Welcome Cooking Show. To G's Cooking Show. To G's Cooking Show. Cooking, cooking, cooking. Cooking, cooking. To G's Cooking Show. G's Cooking Show. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu G's Cooking Show. Heute machen wir mal Marinade, weil die Grillsaison geht ja bald los. Und heute machen wir eine Bier-Zwiebel-Marinade mit so ein bisschen Knoblauch und Senf und so. Das Ganze wird auch ein kleines Kurzvideo, wird alles ein bisschen anders, aber lasst euch da auf jeden Fall überraschen. Denn gehen wir bloß noch schnell die Zutaten durch und dann legen wir einfach los, würde ich sagen. Also wir haben hier Schweinenackensteak gekauft. Könnt ihr natürlich auch wieder nehmen, was ihr wollt, was ihr gerne zu Bier mögt. Wir brauchen ungefähr 5 mittelgroße Zwiebeln, ganz normal. Haben jetzt hier so um die 8 Knoblauchzehen. Natürlich Salz, Pfeffer. Ich natürlich immer Räucherpaprika, kennt mich ja. Ein bisschen Senf kommt mit rein. Ein paar schöne Kräuter. Wir haben diesmal TK wieder. Dann halt de Bierchen. Und de bisschen Öl. Und wenn das alles zusammengemixt wurde, könnt ihr das mindestens einen Tag im Kühlschrank ziehen lassen. Wenn nicht sogar vielleicht 2 oder 3 Tage. Und dann legen wir los. Jetzt fertig und die Marinade ist natürlich auch fertig. Hier seht ihr den Spaß eben mal alles schön zusammengerührt. Das müsst ihr jetzt noch schön abdecken und 1 bis 2 Tage in den Kühlschrank und dann könnt ihr loslegen mit dem Grillen und genießen. Und nicht vergessen, Leute, könnt ihr mal hier so gucken und mal noch abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt oder euch gerne ein anderes Video anschauen. Denn bis zum nächsten Mal.